Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zur Folge Nummer 7, Princess Charming. Bevor wir jetzt hier reinstarten, ich will noch ganz kurz Stellung beziehen zur Folge 6, denn da hatten wir ja eine Diskussion in den Kommentaren über das Thema Transphob. Kann man einer homosexuellen Person sagen, sie ist transphob, nur weil sie ein Geschlecht damit ausschließt? Aber ist es transphob, wenn ich sage, ich persönlich möchte nicht mit jemandem schlafen, der einen Penis hat? Und wenn das eine lesbische Frau ist, ja, dann ist es transphob. Ist so. Eure Meinungen dazu waren wild, vielseitig, aber auch sehr respektvoll in den Kommentaren. Das fand ich super. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danke dir. Das ein oder andere Kommentar war absolut unter der Gürtellinie. Die habe ich einfach weggelöscht. Was soll der Scheiß? Und das Allerwichtigste ist mir eigentlich, dass ich hier jetzt nochmal ganz klar sage, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, das habe ich klar gesagt und das kam auch klar rüber. Für mich ist eine Transperson mit einem... Stopp. Ich hätte gerne noch ein bisschen Champagner. Für mich ist eine weiblich gelesene Transperson mit einem Penis natürlich eine Frau. Das steht außer Frage. Ich würde nie dieser Person absprechen, dass sie eine Frau ist. Aber darum ging es eigentlich auch die ganze Zeit nicht. Nur das haben sehr, sehr viele Leute irgendwie dann doch so ausgelegt. Fand ich komisch. Das hat weder ich noch die Mädels behauptet. Und natürlich ist das ganz klar. Du bist gut, wie du bist. So, und jetzt müssen wir uns aber wirklich mal hier auf diese Folge fokussieren, weil es geht so ab. Es geht so ab. Ich wusste gar nicht, was ich für einen Titel nehmen soll, weil das, was hier heute alles passiert, ist so heftig. So heftig. Keiner traut sich, irgendwo hier einen Schritt zu gehen und Eis brechen kann ich. Ja, ich bin total begeistert. Ja. Und ich würde sagen, es geht los. Also ich gönn's niemanden hier im Haus, außer mir selber. Ich würde es dir auch sehr gönnen. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich gewinne. Ich werde gewinnen, aber es ist schon okay. Ja, da geht's nämlich jetzt los mit dem Konkurrenzdenken. Und dass die Elsa der Luda keinen Vortritt lässt. Das war doch ganz klar, oder? Das war doch ganz klar. Und jetzt können wir aber auch schon mal die erste Überraschung lüften, denn... Dass ich eine Zwillingsschwester habe, habe ich bisher noch nicht verraten. Oh mein Gott, das ist schon so ein wunderschöner, herzlicher Empfang und ich bin einfach komplett verwirrt, weil ich sehe hier doppelt. Da bin ich ein bisschen emotional, weil meine Schwester so die wichtigste Person in meinem Leben ist. Und so die erste Bezugsperson, der ich alles anvertraue und... Ja, die mir irgendwie Halt gibt, wenn es mir nicht so gut geht. Ich denke mal einfach, das nennt sich Liebe. Optisch sehen wir uns natürlich relativ ähnlich, aber vom Charakter sind wir dann trotzdem teils verschieden. Alter, schaut euch kurz die Nase an. Das ist doch eine Nase aus einem Guss. Ich bin da mega gespannt, was du halt für Eindrücke hast und was du denkst, wer zu mir passt. Und mir ist vor allem auch wichtig, irgendwie zu sehen, dass das... Personen sind, die an dir interessiert sind, die an deiner Person interessiert sind, die es wirklich ehrlich meinen. Nicht an der Kohle, nicht an den Batzen, die niedermacht als Anwältin. An Iri selbst. Das ist hier wichtig. Ach so, oder meint die Fame? Ach so, stimmt, die machen da ja alle mit und aha. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Und dich in guten Händen zu wissen, falls da was draus wird. Ja, du wirst sehen, die sind alle total verschieden. Optisch, aber auch vom Wesen her, das wirst du merken. Ich find's so krass, den beiden zuzusehen, ne? Also wie die kommunizieren, wie sie lächelt, wie die redet. Also jetzt Kathi vor allen Dingen im Speziellen, Iri kennen wir ja jetzt in- und auswendig, aber einfach voll krass. Ich komme mit dieser Situation gerade überhaupt gar nicht klar. Und die machen jetzt aber hier sowas von einen geilen Streich. Kathi geht jetzt vor, tut so, als wäre sie Iri und dann gucken die mal, ob das auffliegt oder nicht. Hammer, oder? Ich bin total aufgeregt, in die Villa zu gehen und die Frauen kennenzulernen und freue mich drauf. Hallo! Da sehe ich schon das erste Problem. So sagt Iri nämlich nicht Hallo. Hallo! Ansonsten geht nichts. Wo ich von beiden auf jeden Fall laut singe. Geil. Ich stelle mir vor, wie Iri da so am Zaun steht. Mit so Sekt, wird die das machen? Hi. Na? Hi. Oh, sie riecht so gut. Sie riecht echt gut. Ah, die weiß ja auch gar nicht, wie begrüßen wir uns jetzt alle? Küssen wir uns schon alle oder wie oder was? Das ist ja so aufregend. Sie sieht heute verändert aus. Ja, findet ihr? Lidstrich, aber steht hier gut. Ach, danke schön. Ja, ich wollte schon fragen, was ist das? Okay, gut. Okay, ja, ein bisschen anders geschminkt. Mhm. Ein bisschen riechen sie den Braten, ne? Ein bisschen schon. Ja, dann würde ich sagen, dann stoßen wir mal an. Prost. Zweiter Fehler. Da wird nicht einfach so geprostet. Da wird entweder Pussy Power geschrien oder Viva la Vulva. Obwohl, nach letzter Sendung wahrscheinlich ja eher nicht mehr. Darf ich da jetzt überhaupt noch Witze drüber machen? Oder ist das dann auch schon
Ach Mann, merkt ihr? Ich reiß mich jetzt zusammen. Ich dachte mir, okay, wieso trägt sie ihren Scheitel anders und ihre Haare? Ich liebe diese James-Bond-Musik dazu. Oder nee, Ocean's 11. Aber den Teil, wo nur Frauen mitspielen. Deine Haare sehen toll aus. Die Mirene, die flirtet schon wieder wie wild. Gefällt mir deine neue Frisur. Ja, Irina hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Ja, und jetzt lassen sie mal die Bombe platzen, ne? Jetzt seht ihr auch nochmal, wie Iri denn da sich am Tor positionieren würde. Ich habe mich mega gefreut, als der Moment nämlich kam, dass ich dazu stoßen konnte. Überraschung! Maximal verwirrt. Was hast du denn für einen guten Job gemacht? Deswegen siehst du so anders aus. Ich liebe diese Szene. Erstens habe ich komplett Gänsehaut. Zweitens sitzt Elsa da mit Blanko-Arsch auf diesem pinken Kissen. Und drittens, alle sind komplett geschockt. Oh, ich liebe sowas. Hallo erstmal. Sorry für diesen Schock. Es ist euch unangenehm, wenn wir euch jetzt einfach 10 Minuten anstarren, um zu gucken. Ja, eure Stimme ist auch ein. Ja, total. Fragen, was ihr wollt. So wirklich, wie weit gehst du wirklich? Meinst du nicht, deine Schwester sei jünger? Hast du mich da vielleicht angelogen, Iri? Ja, ich bin jünger. Ich, 45 Sekunden. Ah, also das war nicht gelogen. Ja, aber stehst du auch auf Frauen? Das würde ja auch... Nee. Alter, was war das denn? Ich find's voll geil, dass Miri so offen ist. Direkt, hi, was geht, bla, bist du Single? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie gerne... Oh, scheiße. Ja, gibt es zwei Princes. War es die ganze Zeit schon immer ein Wechsel? Nein, von mir aus. Ihr könnt gerne hier bleiben. Jetzt hör auf zu flirten. Auch mit meiner Schwester zu flirten. Da habe ich erstmal richtig schwitzige Hände bekommen. Nee, die Gute ist auch vergeben. Du hast schon jemanden? Ja. Oh mein Gott. Nee, ich mache Smalltalk. Ja, Miri. Ja. Ich liebe das einfach. Meine Schwester wird dann noch am Ende über ein Einzeldate entscheiden. Oh shit, jetzt ist Druck. Jetzt ist Druck dahinter. Jetzt müssen die Mädels aber hier Vollgas geben. Ich würde schon sagen, dass ich ein ganz gutes Gespür habe, ob eine Person ihr gefallen kann oder nicht. Das ist einfach Iri. Iri und Kathi. Irgendwie aber Iri auch in ein bisschen femininer, oder? Ja, Iri hat jetzt einen Abgang gemacht und da stehen jetzt ein paar Mädels, quatschen ein bisschen mit Kathi. Gucken wir uns das mal an. Wo kommst du her? Meinst du jetzt die Stadt? Ja, genau. Ich komme aus Berlin, studiere da jetzt, arbeite, schreibe. Ach cool. Ich muss meine Haare machen. Ich kann so nicht raus. Ach, das mit den Haaren stört dich, aber diese Creme da nicht, oder was? Das muss mir einer erklären. Ich muss mal meine Wasserflasche holen. Okay, haben wir jetzt das Gespräch? Ja, ich glaube, die anderen wollten nicht. Also. Jetzt sehen wir mal eine Kathi ganz entspannt. Weil da weiß sie ja, ist nicht irgendwie groß was zu holen. Der Flirtmodus ist aus. Und ich glaube, das ist sie jetzt einfach mal, wie sie lebt und lebt. Und ich finde es ganz entspannt eigentlich, oder? Wie empfindet ihr sie? Bist du denn an meiner Schwester interessiert? Meine Frage, ich weiß. Ja, natürlich. Das habe ich ja. Ich glaube, ich habe es dir auch schon so oft gesagt. Ja. Und ich habe wirklich um ein Einzeldate die ganze Zeit gekämpft und es ihr auch persönlich immer gesagt, bis ich es dann endlich bekommen habe. Ja. Aber weißt du, deine Schwester, die. Man kann halt sie nicht so gut lesen, beziehungsweise ich hatte noch nicht so viel Kontakt mit ihr und das hätte ich halt super gerne. Findet ihr, Iri kann man nicht gut lesen? Das frage ich euch jetzt mal, weil ich finde, eigentlich ist sie doch sehr eindeutig. Ich finde, sie spiegelt auch oft Menschen. Wenn du so ein bisschen zickig bist, dann wird sie das auch. Wenn du sehr nett bist, ist sie auch nett. Also ich finde jetzt nicht, dass sie irgendwie wie so ein geschlossenes Buch um die Ecke kommt. Ich würde mich gerne mit jemandem freuen. Ich würde gerne jetzt eine Schulter haben zum Ausheulen und naja, Irina ist irgendwo da und ich bin halt hier. Ja, klar. So ein bisschen, keine Ahnung. Ja. Sorry, aber es tut gut, mal das ausgesprochen zu haben. Fühlt sich ja fast so an, als hätte man mit Iri höchstpersönlich geredet. Ich finde das toll, dass sie so offen und herzlich ist. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es an manchen Punkten vielleicht zu viel für Irina ist. Wie meinst du zu viel? Zu schnell zu viel? Zu schnell zu schön. Zu schnell zu viel.
zu schnell, zu schön. Sind einfach ehrlich. Oh, ich habe sie jetzt voll zugelabert. Sie konnte mir gar keine Frage stellen. Scheiße, ich mache genau das Gleiche wie bei der Irina. So, die nächste Person, die hier ins Kreuzverhör genommen wird, ist Jaya. Was sagt Kathi denn zu Jaya? Den Eindruck, den ich von Jaya gewonnen habe, ist, dass sie eine total tolle, faszinierende Person ist. Ich sehe sie aber nicht an der Seite von meiner Schwester. So, die nächste ist hier Elsa. Hast du das Gefühl, die Zeit, die ihr bisher verbracht habt, hat dir schon ein bisschen zeigen können, ob du Interesse hast, ob du dir mehr vorstellen kannst? Für mich sind so diese Fragen, die hier alle stellen, das sind für mich keine wichtigen Fragen. Mhm. Alle fragen sie so irgendwie so, wie bist du in einer Partnerschaft? Oder fragen wie... Bist du ordentlich? Ja. Du auch? So ordentlich. Mhm. Wie bist du da? Was magst du da? Absolut unnötig. Also so eine Fragen würde mir nicht über die Lippen kommen. Aber ich finde es viel interessanter. Ich will herausfinden, wie sie ist in der Partnerschaft. Was ich mich halt frage, die ist jetzt echt reingegangen, um sich die Haare neu zu machen. Oder überhaupt ihre Haare zu stylen. Also so eitel war sie dann doch noch. Aber diese Lippencreme, die lässt die drauf? Oder ist das ein Look? Und ja, sie ist einfach eine krass tolle Person. Also sie ist wirklich extrem toll. Irgendwie ist es so, wir können uns so necken. Wir ärgern uns immer so ein bisschen. Und das mag ich bei ihr. Ja, dieses Necken, ne? Hey, du kleines Arschloch dahinter. Weil ich finde, sowas hält eine Beziehung oder Partnerschaft einfach frisch. Ist schön. Und ansonsten geht nichts. Ich finde, Elsa hat eine ganz besondere Art an sich. Auf der einen Seite strahlt sie so eine Coolness aus, auf der anderen Seite aber auch viel Wärme. Das finde ich sehr spannend. Ja, schön. Na, das findest nicht nur du sehr spannend, Kathi. Auch mit meiner Schwester zu flirten. Was interessiert dich besonders an Irina? Ja, was ich total verrückt finde, ist, dass tatsächlich unsere Leben sich erstmal so gleichen, also mit krassen Job und dann Sport machen zum Ausgleich. Ich bin auch viel allein gereist mit dem Sport. Moment, Mabine ist viel gereist für den Sport? Alleine gereist? Also schon mal kein Teamsport. Was macht man denn alleine? Tennis? Oder Schach? Ist Schachspielen schon ein Sport? Und sie hat ja auch erzählt, dass sie klar für Surfen reist und so. Und das ist noch so mein Traum mit meinem eigenen Bus. Ich habe noch keinen, aber das wäre so ein Traum, einfach mit dem Bus und dann durch die Gegend fahren. Und das ist auch ein Traum von Irina. Ja? Ja. Oh, zu zweit wäre das natürlich der Knaller. Ja, ich bin total begeistert. Ja. Ich merke auch, dass ich immer schüchterner werde, je mehr ich mit ihr rede und wir uns quasi trotz der Gruppensituation kennenlernen. Weil ich, also am Anfang war ich schüchtern, überhaupt erstmal einzusteigen. Und ein bisschen abgeleckt, weil... Abgeleckt habe ich da jetzt tatsächlich abgeleckt gesagt? Ich wollte sagen, und ein bisschen abgelenkt. Weil Saskia war ja auch noch dabei. Und dann, jetzt bin ich schüchtern, weil ich so denke, oh Gott, sie ist voll toll und das passt so viel, das ist voll, das kenne ich so nicht. Wie krass, oder? Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viel passt bei Biene und Iri. Also, die haben ja auch wirklich nicht so viel geredet bislang, ne? Aber finde ich gut. So, jetzt gucken wir uns mal Miri an. Die hat ein bisschen Gesichtskirmes. Ich weiß auch nicht so genau, wieso. Und hattest du denn schon genug Zeit, auch Irina ein bisschen kennenzulernen, um so zu gucken, ach, könnte das passen? Bei mir ist tatsächlich so, also ich verliebe mich echt nicht so oft, also aber wirklich nicht. Also jetzt aber ganz wirklich nicht, ne? Aber ich fand sie auf den ersten Blick richtig gut. Also das war echt so, dass ich dachte, und dann war es aber am Anfang so, dass ich sie echt nur, also immer nur in der Gruppe so, und da hatte ich richtig Angst, dass sie mich friendzoned. Mhm. Ich war echt ein bisschen verunsichert. Ja. Geil. Ich war echt ein bisschen verunsichert. Ja, sowas Positives folgt da nicht mehr. Haben sie vielleicht auch ausgeschnitten bei dem Gespräch. Aber was sagt Kathi denn jetzt zu Miri? So wie ich meine Schwester kenne, braucht sie eine Partnerin an ihrer Seite, die ihr Konter geben kann. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das zwischen Miri und meiner Schwester gut harmonieren würde. Ich finde es so geil, weil ich stelle mir Miri aber sowas von einem Konter vor. Also ich glaube, mit der kannst du richtig abdiskutieren. Und also die hat doch auch bei der Transphob-Diskussion richtig Gas gegeben, oder? Und ich finde auch eben, also die war ja so flirty und überhaupt die Einzige, die irgendwie so ein bisschen versucht hat, mit Kathi zu reden. Deswegen, ich check die Einschätzung nicht so richtig. Würdet ihr Miri so einschätzen? Ich würde schon sagen, der ist so ein bisschen verknallt. Ja, okay. Fast 10 Jahre Altersunterschied ist natürlich auch eine Menge, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob dann vielleicht die Lebenswelten der beiden doch zu sehr auseinandergehen und das eventuell bei einer Beziehung schwierig werden könnte. Die Lebenswelt. Ja, das kann gut sein. Was macht Lou eigentlich? Ist sie noch im Studium oder so? Iri ist ja schon fett hier am Cashen, ne? Als Anwältin.
Ich schwanke eigentlich zwischen zwei Personen. Ja, dann entscheide ich jetzt mal. Und entscheide dich richtig. Ich würde gern einer von euch auch die Chance geben, meine Schwester ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen, ja, würde ich Bina gerne die Chance geben, auch fürs nächste Einzeldate. Finde ich so schön. Iri hat sich ja bislang noch nicht für ein Einzeldate mit Bina entschieden, aber das hat Kathi jetzt mal übernommen. Und das finde ich super. Ich habe mich für Bina entschieden, weil sie von Anfang an total positiv herausgestochen ist aus allen Frauen. Und im Gespräch ich gemerkt habe, dass es da so viele Gemeinsamkeiten gibt. Und da möchte ich einfach meiner Schwester auch die Chance geben, zu gucken, ob das passen kann. Das ist aber nett. Das ist aber nett, Kathi. Mensch, gib ihr doch jetzt mal die Chance. Ich meine, sie hat sie ja nicht schon seit 2-3 Wochen. Ich weiß ja auch nicht, wie lange die da jetzt schon abharzen. Aber danke. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich wollte eigentlich gerade Lulu schon gleich nochmal drauf ansprechen, was das mit unserer Freundschaft macht. Ach so. Das ist natürlich blöd. Ich muss nur gerade wieder an Elsa denken, die ja niemanden da irgendwas gönnt. Also ich gönn's niemanden hier im Haus, außer mir selber. Also ich kann nicht versprechen, dass es nicht ganz komisch wird irgendwann, aber ich denke mir, ich wünsche dir von Herzen, dass du eine Frau findest, mit der du mal wirklich happy bist. Ich werde gewinnen, aber es ist schon okay. Du musst heute nachziehen. Ich ziehe hier gar. Ich werde hier nicht in Competition treten, das sage ich mal gleich. Die Biene hat ja auch von Tag 1 da ihre eigenen Regeln. Ob ich jetzt die Princess mitnehme oder eine von diesen anderen süßen Frauen, das ist. Das sehen wir dann. Sehen wir dann am Ende. Ich finde es aber gut, dass Biene so ist. Also. Doch, weil klar, es ist ein Spiel und ein Wettkampf, aber im Endeffekt ist halt Liebe kein Spiel. Und wenn man es halt nur so sieht, ich will gewinnen, komme, was wolle, ist dann wirklich Liebe dahinter? Ist dann wirklich was Ernstes dahinter oder will man nur gewinnen? Hab keinen Spaß ohne mich! Würden wir nie machen! Wie geil! Komm rein! Ich habe Irina gesehen und zwar in einem Van sitzend. Wie cool! Ich finde es einfach gerade nur so unfassbar krass und frag mich, wusste Iri das oder wusste sie es nicht? Ich freue mich, dass du mein Einzeldate geworden bist. Ich freue mich auch sehr. Ja. Schön, dass du da bist. Krass, ich habe mich mit deiner Schwester vielleicht genau über das unterhalten. Das ist ein krasser Zufall und das ist voll verrückt. Ich kann das noch gar nicht fassen. Wenn jetzt einer hier vorm TV sagt, ja, das finde ich total blöd, also das würde mich jetzt nicht beeindrucken, der lügt sich selber an. Und wie war das Gespräch jetzt mit meiner Schwester? Ich hoffe, ihr wart nett zu ihr und habt nicht zu doll mit ihr geflirtet. Nee, dann nicht mehr, als wir wussten, dass sie nicht du ist. Die Fahrt hat mega viel Spaß gemacht. Sie war eine gute Beifahrerin. Das ist immer gut, denn das zerstört Beziehungen. Und es war auch echt schön, einfach mal Kreta ein bisschen zu erkunden. Ja, und jetzt ist aber genug erkundet. Die fahren jetzt da an so einen kleinen Aussichtspunkt. Das sind so Kalkberge. Wunderschön, wunderschön. Und gucken sich jetzt den Sonnenuntergang an. Mensch, hör mal. Das ist ein sehr schönes Date. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Ja, ich glaube, es ist wie auf dich zugeschnitten. Total. Ja, eigentlich musst du deiner Schwester ja danken. Stimmt. Es geht gar nicht auf meine Kappe, ja. Ja, das ist ein bisschen schade. Also ich finde es ja traurig, dass ihre Biene vorher nicht auf dem Schirm hatte. Aber das was hier alles da gerade passiert, ne, meinen Augen komplettes Schicksal. Es war zum einen natürlich von der Atmosphäre super schön. Und ich habe auch gleich mich sehr wohl in der Nähe von Biene gefühlt. War das komisch? Was jetzt genau? Das mit mir und Saskia? Oder ich mache nur Spaß. Also lange kein Einzeldate zu haben? Also ich habe es mir dann irgendwann echt krass gewünscht. Mhm. Ich habe mich aber voll gefreut, dass ich so oft dann auch trotzdem auf Gruppendates war. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, wir sollten auf jeden Fall noch mal mehr zu zweit reden. Deswegen ja, finde ich es gut, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben. Guck mal, Biene hat sich das gewünscht. Die hat sich's beim Universum bestellt. Und the order just arrived. Ich liebe sowas, ne? Ich liebe das. Ich glaube an sowas. Ihr so? Ich glaube, wir merken beide schon, dass wir die andere attraktiv finden. Und dann kann man ja auch mal flirten. Kann man auf jeden Fall mal machen. Heute haben wir uns auf jeden Fall ganz gut abgelenkt. Ich glaube, wir haben nicht so viel an Bino und Iri gedacht und was die so machen. Wir hatten Besseres zu tun. Moment mal. Jetzt sind wir hier zurück in der Villa und ich frage mich eins. Miri, wie viel Promille soll es denn sein in deinem Interview? Miri, ja. Lass dann in den Whirlpool gehen. Euch ist gefährlich. Ich habe mein Bikini nach drunter. Seid ihr bereit? Hier geht's jetzt los. Fünf harte
Girls im Jacuzzi mit Sekt. Also, wer würde da Nein sagen? Gia bezeichnet sich in dieser Szene selbst als Mädel. Finde ich irgendwie interessant. Es war sehr heiß im Pool. Definitiv, das Wasser ist so heiß und die Stimmung auch. Diesem Paradies. Paradies! Es war ein ziemlich heißer Moment. Ich habe bei allen heute Abend einmal gedacht, wow. Ich finde es jetzt aber wirklich richtig geil, was die da immer drunter schreiben, ne? Hier zum Beispiel, Lou, in ihrer letzten Beziehung hat Vertrauen gefehlt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Gucken wir weiter. Okay, ich würde sagen, ich küsse jetzt einfach jede Person hier. Ja! Elsa ist horny und Gia sowieso. Ich glaube, es war so eine sexuelle Anspannung in der Villa und dass es jetzt endlich rausgekommen ist, war irgendwie klar. Das ist Miri und Elsa und Gensa hat es inklusive wieder, ne? Keiner traut sich irgendwo hier einen Schritt zu gehen und Eis brechen kann ich. Also erstens liebe ich diesen Kuss und zweitens finde ich es auch ein bisschen geil, wie die alle komplett darauf scheißen, dass sie gerade in einer Dating-Show sind, wo es um eine Person geht, die als Princess ihre Princess findet. Ich glaube, das ist denen egal. Ich glaube, in dem Moment haben sie tatsächlich alle vergessen, warum die da sind. Oh mein Gott! Okay, Leute, Leute! Es muss jetzt einfach mal raus. Ja, so macht Elsa halt Party, ne? Sympathisch. Vor allen Dingen für deine kommende Freundin. Mike, komm, jetzt ist heute. Wir verstehen uns langsam auch ohne Worte. Wie wär's, Elsa und Kati? Würde ich auch sehen als Paar. Es war einfach ein impulsiver Moment und wir haben den alle genossen. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt ist auch egal. Also auf das letzte bisschen kommt es jetzt auch nicht mehr drauf. Seid ihr echt? Wir konnten einfach alle mal alles vergessen und einfach nur Musik und feiern. Und Alkohol nicht vergessen. Es bleibt unter uns, das erzählen wir nicht. Nee, ja. Es verrät auch niemand. Niemand. Großes Indianer-Ehrenwort. Ja, großes Indianer-Ehrenwort. Ich denke, wir haben uns als Gruppe geeinigt, dass wir das Irina so nicht sagen werden, weil es nicht zu bedeuten hatte, nicht weil wir es verschweigen wollen. Alles klar, weil da differenziert man ja. Man differenziert, ob jetzt Iri und Saskia da, weil sie geil sind, ja? Weil sie einfach nur geil sind, ein bisschen rumleckern wollen. Oh Mann. Ob die das machen oder ob die geil sind und jetzt im Whirlpool rumleckern. Das differenziert man. Nee, Lu meint ja eigentlich was ganz anderes. Aber das wollte ich auch nochmal kurz ansprechen, ne? Weil das fanden sie alle nicht so cool. Gut. Aber ist jetzt schon fertig? Ich bereue nichts. Das, was im Jacuzzi passiert ist, das ist einfach nochmal was komplett anderes, als wenn man jetzt romantisch auf einem Einzeldate sich küsst. Ich glaube, da muss man differenzieren. Da finde ich den Untertitel halt auch schon wieder herrlich, ne? Gia, 28, unterscheidet nicht zwischen Geschlechtern, aber zwischen Küssen. Da differenziert die. Das wollen die uns doch damit sagen, oder warum machen die das jetzt so mit diesen Einspielern da unten? Ich check's nicht ganz, aber irgendwas wollen die uns sagen. Auch hier eben mit Lou. Vertrauen ist ihr wichtig in einer Beziehung. In der nächsten Sekunde macht sie damit Elsa rum. Weil ja. Das Licht ist schön, ne? Das steht dir auch sehr gut. Die Sonne? Die Sonnenuntergang, Sonne. Ach, auf einmal geht sie wieder romantisch zu. Wir sind immer näher gerutscht und dann hat sie auch so meine Hand genommen. Und dann hat sie mir so ganz tief in die Augen geschaut und ich dachte so, oh Gott, jetzt ist hier irgendwie ein anderer Vibe. Oh Gott, und ich sage euch eins, wer hat hier schon wieder Gänsehaut? Mua. Erik kann sehr gut küssen. Dann wurde das auch mehr und öfter und ja. Oh Gott. Der Kuss war sehr, sehr schön, sehr leidenschaftlich und für einen ersten Kuss perfekt. Ich fand es sehr schön. Oh Gott, jetzt ist Iris schüchtern. Mann, ey.
Warum bist du jetzt eigentlich die Schüchterne? Was denn? Naja, das sitzt jetzt neben der Princess. Das hört sie nicht gern. Das hört sie nicht gern, ihren Adeligen-Titel. Neben einer schüchternen Princess. Mhm. Krass, keiner hat die so schüchtern gemacht wie Biene, oder? Bist du da langsam beim Kennenlernen? Ja. Also, ich brauche so ein bisschen, damit ich nicht immer so dieses Gefühl habe, okay, das ist jetzt alles rosa-rote Brille und dann wird man so überrascht von irgendwas. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Wir haben uns zum einen über ernstere Dinge unterhalten, aber es war trotzdem auch immer so ganz bisschen ein ganz kleiner flirty Vibe. Das mag die doch, die Iri. Das mag sie. Unser Küssen war offensichtlich so gut, dass wir beide jede Gelegenheit genutzt haben, noch weiter zu knutschen. Eigentlich wollten wir gar nicht, dass es zu Ende ist. Oh, Biene ist wieder da! Nein! Ach so. Die weiß ja noch gar nicht, was da passiert ist. Aber haben sie sich ja geschworen, dass das ja jetzt keiner erzählt. Gucken wir mal, wie sich dieser Schwur jetzt durchsetzt. Na, wie war's? Hat sich so gedacht, oh mein Gott, hey, oh mein Gott, Biene. Wir haben was ganz Schlimmes gemacht. Was habt ihr denn gemacht? Ey, wir waren geil. Ey, du weißt nicht, was passiert ist. Du wirst noch sehen. Wir waren ganz, ganz unartig. Eventuell wurde im Whirlpool geknutscht. Wer? Alle. Habt ihr euch geküsst? Ja. Hey, wie schön. Na toll, dann fliege ich morgen raus. Ich finde die Reaktion jetzt geil von den Mädels auf das, was Jaya sagt. Miri so? Habt ihr die Berge dann auch gemacht? Ich will auch ein Einzelding. Ja, also es war so, der Sonnenaufgang war nicht im Meer, Sonnenuntergang nicht im Meer, sondern hinter so Bergen. Oh, wie schön. Richtig schön. Nächster Morgen, jetzt wird erstmal gemampft hier. Geil. Das ist das beste Kateressen, ey. Fühlt sich an wie so ein One-Night-Stand. Ich habe jetzt echt eine Orgie gefeiert. Aber, um jetzt noch mal kurz diese Orgie aufzugreifen. Also Fakt ist doch, dass eigentlich nur Elsa da mit ihm rumgemacht hat. Die anderen haben ja nicht untereinander rumgemacht, ne? Elsa, the new princess. Das wird mein Titel. Den nehme ich. Ich bin, glaube ich, eine sehr respektvolle Person. Und das würde was widerspiegeln, was ich nicht bin. Der Dampf und überall lacht der Herrscher. Und die heiße Stimmung. Ja, die Musik. Weiche Haut. Ja, feuchte, weiche Haut. Ärsche überall, Titten überall. Oh mein Gott. Okay, wow. Ich werde gleich wieder horny. Ach, keine Ahnung, ich würde nicht sagen, ich bin auf Wolke 7, ich bin auf Wolke 8, das ist alles so schön. Die Mädels machen sich jetzt fertig, denn es ist bald Abend. Da wird sich immer schick gemacht, ne? Und ja, wie schätzen Sie das denn jetzt so untereinander ein? Wird über den Kuss geredet oder eher nicht? Also eigentlich haben wir ja gesagt, dass keine Iri das erzählt, was letzte Nacht passiert ist. So ganz würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wenn jemand eins zu eins gefragt wird, dass man da nicht auspackt. Aha, die ist so eine ehrliche Haut, ne? Wenn da jetzt die Iri steht und wie war gestern Nacht? Also ich muss es dir erzählen, bla bla bla. Also wenn ich jetzt sie heute küssen will, dann sage ich ihr sicher nicht vorher. Gestern waren wir im Whirlpool und haben da Party gemacht, halbnackig und geflirtet. Im echten Leben, wenn du jemand datest und vorher mit jemand anderem geschlafen hast, gehst du auch nicht zu deinem Date hin und sagst, ich habe genau. mit jemand anderem geschlafen. Übrigens, ich date dann noch andere. Okay, macht man das nicht? Also was meinen die daten? Daten im Sinne von Englisch, weil wenn du date sagst im Englischen, du datest jemanden, dann bist du mit jemandem zusammen. Wenn du jetzt random jemanden triffst, den kanntest du gestern noch nicht, den würde ich natürlich auch nicht erzählen, gestern habe ich dann noch den und den gebumst. Aber wenn das eine laufende Sache ist, in einem Format, wo sich jeder kennt und wo eine andere gegangen ist dafür, dass sie eine andere Frau geküsst hat und eine weitere eigentlich quasi deswegen rausgeflogen ist, da würde ich differenzieren. Da würde ich differenzieren und sagen, doch, das ist eine Situation, da sollte man vielleicht schon ehrlich sein. Aber gut. Gut. Also die Irina ist ja auch eine Person, die gerne rummacht. Das verstehe ich auch komplett, würde ich auch an ihrer Stelle. Warum sollen wir das dann nicht tun? Ja, an ihrer Stelle, weil sie halt die Princess ist. Du bist aber nicht die Princess. Es war einfach nur Spaß. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir das hier als
schlimme Sache ansehen sollten. Ja, alles immer gut reden, das mache ich auch immer. Mensch, so kommst du durchs Leben. Es ist tatsächlich schon ein sehr großer Entertaining-Faktor für mich gewesen, dass sie da rumgemacht haben. Das muss ich sagen. Aber das Thema jetzt einfach so runterzureden, finde ich irgendwie auch nicht richtig. Ich werde mir Iri auf jeden Fall nochmal schnappen. Und dann möchte ich auch, dass der erste Kuss was richtig schön Besonderes ist. Welcher erste Kuss? Das heißt, den ersten offiziellen Kuss bei Princess Charming hatte sie mit Elsa. Schön eigentlich. Wer würde das nicht gern von sich behaupten? Ich werde es heute auch davon abhängig machen, wie unser Gespräch ist, ob sie flirty ist und touchy. Und wenn ja, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, sie zu küssen. Sehe ich ein bisschen sexy aus? Ja, ich finde es richtig. Wirklich? Ja. Okay. Ja, du siehst sexy aus, heiß. Heute kannst du sie dir endlich mal schnappen und sie einfach küssen. Einfach küssen, wie das die anderen ja auch teilweise gemacht haben. Kathi zum Beispiel, die ja auch gefragt hat, ich küsse dich jetzt. Naja, aber man differenziert da halt, ne? Gucken wir mal, wie es bei Jaya so wird. Hey, Cowgirl! Yeehaw! Wo ist dein Pferd? Darfst du mich gerne halten? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach komm, das ist doch ein typischer Kathi-Witz. Dazu noch die Lache. Perfekt. Kathi ist ja manchmal sehr überdreht und man hat heute so ein bisschen gespürt, dass Irina das ja, vielleicht auch nicht immer so passend findet. Ah, aber eigentlich hat Iri das ja schon öfter zu Kathi gesagt, ne? Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie da irgendwie zeigt, dass sie es nicht so gut findet. Jetzt habe ich auch einen Drink in der Hand, sehr gut. Ich bin mich auf jeden Fall darauf gefreut, der erste ist schon leer. Ja. Es ist nicht der erste heute. Ja, wann habt ihr denn angefangen? Heute nicht so früh. Wir hatten noch ein bisschen zu verdauen. Ja, so um 1:30 oder so. Hast du gestern Party gemacht, oder? Gestern war wild. Ilse. Schnauze. Hab ich erstmal richtig schwitzige Hände bekommen. Der hat Angst. Scheiße, wenn die das jetzt sagen, kriege ich meinen Kuss heute nicht. Ich finde es aber auch ein bisschen frech von Elsa und ja, Miri da jetzt so mit dem Feuer zu spielen, oder? Also die wollen es doch wirklich herausfordern, dass Iri fragt, hey, was war denn gestern? War da was? Und dann Miri, ja, also jetzt muss ich es wirklich sagen, ne? Wenn du jetzt schon so fragst. Ja, na dann. Prost, Prost. Also ich weiß nicht, was die da veranstaltet haben letzte Nacht, aber auf jeden Fall war die Stimmung aufgeheizt. Weil es auch ein bisschen sexy war. That's the reason, Iri. That's the reason. Es war wirklich ein bisschen sexy. Ich wollte mich auf jeden Fall schon mal bedanken, dass ich deine Schwester kennenlernen durfte. Es war super süß und ich habe die ganze Zeit nur von mir erzählt. Und so total offen, gefühlstechnisch und emotional. Ja, und dann habe ich kurz mit ihr so gequatscht. Ich fand es sehr schön, mit ihr zu sprechen. Auch wenn sie mir nur zugehört hat, aber sie hat auch trotzdem schöne Sachen genannt. Und ich fühle mich manchmal aber auch so ein bisschen in der Zuhörerinnenrolle. Wenn ich das jetzt gerade so reflektiere. Ja, ich weiß, oh Gott, das tut mir leid. Also mittlerweile muss ich sagen, dass ich ein bisschen genervt bin. Scheiße. Ich glaube, das mit Katrin Irre wird nichts. Also hast du gar keine Fragen irgendwie an mich? Oder? Oh mein Gott, ich habe dir doch viel zu viele Fragen zu Beginn gestellt. Das war das Abchecken. Genau, richtig. Und jetzt denke ich mir, okay, gut, nein, jetzt rede ich einfach drauf los, wie ich mich fühle und was ich dir sagen möchte. Und dann darfst du gerne auch was dazu sagen. Aber nein, so meinte ich das nicht. Nein, weil ich kann auch plappern. Das ist nur manchmal dann ja, schwer. Ja, aber das habe ich noch nicht gesehen. Und das finde ich halt super schade. Aber vielleicht, weil ich immer die ganze Zeit die Oberhand habe. Vielleicht. Ganz vielleicht aber nur, Kathi. Also, könnte eine Möglichkeit sein, aber vielleicht. Aber dann sag doch was. Ja, aber ich komme nicht dazwischen. Sag jetzt ich komme nicht dazwischen. Wenn ich einfach drauf losrede, weiß sie einfach, wie ich bin, was ich bin und wie ich agiere. Und wenn sie es nicht mag, dann ist es einfach ihr Ding. Ja, ich finde, sie hat halt recht, ne? Sie hat halt recht. Also, das muss ja matchen. Und Kathi kann sich ja jetzt nicht irgendwie groß zurückhalten, nur weil Iri vielleicht nicht die Selbstsicherheit hat, mit einer Person wie Kathi zu kommunizieren. Wisst ihr? Klar muss man dann auch irgendwie dem gewappnet sein und auch mal was sagen, ne? Oder Kathi irgendwie unterbrechen. Aber wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Ich verstehe aber genau, was Kathi meint. Naja, okay. Darf ich ablösen? Ja. Ja. Jetzt ist Jaya. Jaya hat ja Pläne. Die hat Pläne, die will heute Iri knutschen. Jetzt habe ich wieder die gesagt. They will heute Iri knutschen. Gucken wir mal, wie das so läuft. Ich wollte dir meinen Lieblingsort zeigen. Ja, hier. Okay, ja gerne. Das ist schon hier. Ach so, ja, okay. Ich finde irgendwie die Aussicht voll schön. Ja.
Ja, und ich wollte dir noch sagen, dass auf jeden Fall mein Interesse geweckt ist. Mhm. Und ja, das wollte ich dir sagen. Okay, ja. Jetzt werde ich ganz nervös, wenn du so vor mir stehst mit deinen schönen Augen. Mit deinen schönen Augen, Iriel. Flirt Queen. Und ich wollte fragen, ob ich dich küssen darf. Mhm. Ja? Ich habe gefragt, ob ich sie küssen darf, weil mir das ganz wichtig ist, Konsens zu haben. Weil ich möchte nicht sie zu irgendwas überreden. Ich check den Kuss nicht so richtig. Ich check's nicht. Ich frage mich auch, was Jaya damit bewirken will. Also klar, nicht rausfliegen. In allem war es halt ein eher romantischer Kuss. Aber das finde ich auch richtig schön, weil ich differenziere da zwischen besoffen rumknutschen. Und jemanden sagen, komm, ich zeig dir meinen Lieblingsplatz. Darf ich dich küssen? Das ist für mich ein Unterschied. Und so einen schönen Kuss teilen. Okay, dann halt nicht. Dann gönn dir. Nimm die anderen. Brauche ich nicht. Schmeckt's mir auf jeden Fall. Hat's auch geschmeckt? Ja, ich bin ganz überrascht. Das hätte ich dir jetzt auch gar nicht irgendwie zugetraut. Was hättest du mir nicht zugetraut? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ihr riecht schon wieder ein bisschen schüchtern, ne? Ist das überhaupt Iri oder haben sie der Kathi vorgeschickt? Ich wollte ihr einfach zeigen, dass ich Interesse habe. Das hast du. Die ist so ein Schlingel, die Iri. Schlingel, Schlingel, Schlingel. Ich hoffe, wir können auch mal auf ein Einzeldate gehen. Kann ich dir nochmal umarmen? Jetzt nochmal hier alles abchecken, ne? Einzeldate, Iri, bitte. Ich habe Interesse. Das war richtig hot. Und voll schön und romantisch. Ist du Chase Willmann? Man muss doch ein bisschen Empathie haben. Ich finde, wenn man Kathi in die Fresse guckt, sieht man doch genau, wie sehr sich das irgendwie gerade verletzt, oder? Aber gut. Ich brauche einfach ein Einzeldate, aber trotzdem war es schön. Wir alle haben Irina mittlerweile geküsst und das ist ein ungutes Gefühl. Aber guck mal, euer Kuss, also Luz und Irinas Kuss, war ja mal ganz andere Liga als der zum Beispiel zwischen Jaya und Iri. Ich habe heute das erste Mal gepackt. Okay. Das erste Mal hier. Und warum? Ich weiß nicht. Warum? Sag du es mir, weil ich Schiss hab. Ja, warum hast du Schiss? Warum hast du Schiss? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir haben uns nicht so... Viel zu sagen? Moment mal, habt ihr ja doch sowieso nie. Also von daher, was ist denn da jetzt neu dran? Also, wir hatten nicht so die Zeit. Füreinander. Sie hat mich so angeguckt und war so, warum? Und da habe ich schon so gedacht, so, okay, vielleicht will sie nicht, dass ich gehe. Warum sollte sie denn wollen, dass du gehst? Ja, aber wir hatten doch noch ein super, super schönes Einzeldate. Ja, unsere Dates waren schön, aber... Aber? Nee, irgendwie gibt's kein Aber. Ich wünsche mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit mit dir. Und hab irgendwie heute einfach Schiss. Ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich, weil du mit den Mädels darum gemacht hast wie eine Wilde. Da hätte ich auch Schiss. Und dann hat sich hier noch so herauskristallisiert, dein Geschmack. Braune Haare alle. Lange braune Haare. Und ich bin so, okay. Die sehen alle gleich aus, wenn die am Pool sitzen und ich deren Gesicht nicht sehe. Moment, Jay hat kurze Haare und Miri auch. Und ich sehe einfach so extrem anders aus. Ich bin so, oh mein Gott. Wahrscheinlich die Farbe. Ey, guckt mal. Mike und Elsa haben auf jeden Fall dieselbe Frisur. So eine Sache. Na klar, knutschen die jetzt auch wieder. Das kennen wir doch. Ich meine, in dem Zimmerchen, wenn das da nicht passiert, dann weiß ich doch auch nicht mehr. Also bislang wird da immer geknutscht. Und jetzt ist Elsa auch wieder happy und ein bisschen entspannter. Und hast du schon wieder mit ihr rumgemacht? Natürlich. Hast du ja erzählt, mit wie vielen Frauen du gestern rumgemacht hast, Elsa? Halt die Fresse, Gatti. Das war ein Witz. Das war ein Witz, aber ein bisschen lustig war er schon. Ja, danke. Bist du besorgt, das? Der Druck steigt. So. Darf ich mein Glas? ja, aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Ja, und jetzt hat aber auch noch Miri da ein kleines Einzelgespräch. So ist wieder mein Gesicht zuckt, ne? Ist gut. Bin ein bisschen nervös. Aber ich kenne das. Wenn ich einer angucke und auf einmal fängt dein Auge so an zu zucken. Und du so. Aber du musst den Augenkontakt, den musst du weiter beibehalten. Und denkst du, scheiße, sieht die Person das jetzt? Oder nicht? Jetzt kannst du ganz ungeniert sein. Kann ich? Ja. Ist das so? Du hast meine offizielle Erlaubnis. Für was? Ja, ungeniert zu sein. Für was? Für alles? Hose runter, Liri, jetzt geht's aber los. Nee, Spaß. In your eyes there's a heavy blue and want to lose. Sweet divine, what do I want? Miri hat Iri da jetzt wirklich einfach geküsst und ich sag's euch, wie es ist. Der nächste Gänsehautmoment.
kickt bei mir aber immer wieder sowas von rein. Ganz schön mutig. Das war echt mutig. Das war so selber von dir. Überrascht. Don't make me too. Oh mein Gott, Moment mal. Jetzt haben alle mit Iri geknutscht, ne? Also alle haben sie mit Iri geknutscht und alle haben sie mit Elsa geknutscht. Okay, bis auf Biene. Ist jetzt weniger nervös, oder? Also nicht weniger nervös. Das habe ich nicht erwartet, aber ich, das hast du von dir selbst nicht erwartet. Nein, ich hätte noch die ganze Nacht küssen können, wenn die alle nicht draußen gewartet hätten. Also ich hätte am liebsten nicht aufgehört. Dann gönn dir. Lou ist jetzt hier aber auch mal sehr ehrlich. Sehr ehrlich, und das finde ich wie immer natürlich toll. Ihr wisst, Ehrlichkeit, da stehe ich drauf. Wie geht's dir? Ja. Nicht so gut? Es wird langsam seltsam. Also ich verstehe das schon alles, aber ich empfinde das als ein bisschen seltsam. Als seltsam, die Situation? Ja, also auch wenn ich mich für alle freue, es ist ja trotzdem seltsam zu hören. Hier Einzeldate, da noch ein schöner Moment. Zu heiß! Halleluja, ich musste mir das Lachen ganz schön verkneifen. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Und ich bin hier dankbar für jede Sekunde, die ich hatte. Wir hatten auch so einen schönen Moment. Du hast mir nochmal gezeigt, dass Romantik toll sein kann. So. Aber ich... Ich gehe. Es reicht mir jetzt. Ich habe mich gestern Abend im Whirlpool in Elsa verliebt. Tschüss. Versucht es nicht an mich rankommen zu lassen, diese komischen, schlechten Gefühle, sondern versucht dann entspannter zu sein. Aber das klappt nicht ganz. Sich denn jetzt dann auch in Bezug auf mich irgendwie was verändert? In Bezug auf dich hat sich überhaupt nichts geändert. Okay, dann könnt ihr jetzt auch knutschen. So, step inside. Hi. Lou ist, glaube ich, gefühlsmäßig schon echt weit, ne? So langsam, also ich finde es halt krass, wirklich alle haben da ja irgendwie jetzt ein Gefühl für Iri entwickelt. Oder Gefühle, sage ich mal, ne? Es kann aber nur eine gewinnen. Das ist so traurig. Also dieses ganz, alles ist so toll und die knutschen jetzt alle und wir freuen uns. Das wird sich ja dann irgendwann ändern in, scheiße, jetzt ist die Heartbroken rausgeflogen. Ach, es hilft uns alles so doll, die ganze Reise hin. Ich werde auch mehr Sex haben vielleicht danach. Das würde mich ja mal interessieren, jetzt wo es fertig ist, ne? Ob es Biene wirklich geholfen hat. Ob sie jetzt bumst, wie eh und je. Ich hoffentlich auch. Ihr hattet auch richtig lange beide keinen Sex. Ja, ich das bin aber auch sonst sich. So. Du weißt ja, wenn ich nicht gewinne, Biene, ich bin für dich im Einsatz. Oh yeah! Was für eine Frau denn mehr? Wenn ich nicht gewinne, definitiv, Biene. Dann werden wir eh nochmal so ein Rudelding machen. Wie die Kanicke, sag ich euch, wie die Kanicke. So, wie immer wird da natürlich jetzt auch abgedanzt, ne? Abgedanzt, aber wie wild. Kathi hat mich heute ein bisschen erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, woher heute dieser Impuls kam, nochmal dieses over the top zu sein. Jetzt fand ich den Move gar nicht so schlimm. Ich erinnere mich an gestern Whirlpool. Da hat Lou Kathi aber genauso die Hose ausgezogen auch noch. Biene hat das, finde ich, toll gemacht. I feel good. Mit langsamer näher kommen, mit einer kleinen Schulter, mit intensiven Blicken. Ich hoffe, dass ihr meine Sexy Time nicht zu doll war. Und er küsst sie am Nacken, am Hals. Als Irina da saß, dachte ich, Kathi, mach es jetzt einfach. Und sie macht es einfach. Es wurde heute viel geknutscht. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man jemanden ohne krasse Signale einfach küsst. Ist es auch, aber ein bisschen Signale hat sie ja schon gegeben. Ne? Sie kam ja so auf sie zu. Keine Ahnung. Ist mir im Endeffekt auch egal. Ja, schön. Natürlich komisch von der Situation. Dann saß ich da irgendwie wie auf dem Präsentierteller und wurde von Kathi abgeknutscht. Das war ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein. Okay, also für Iri war es ein bisschen unangenehm, der Kuss mit Kathi. Kann ich euch kurz was fragen? Ja. Ich fühle mich irgendwie komisch, weil Irina das, glaube ich, richtig unwohl war, als wir so Lapdance-Sexy-Tanz gemacht haben, oder? Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, wenn Jaya einen Kopfhick hat darüber, dass Iri sich vielleicht nicht so gut gefühlt hat, als Jaya
sie am Nacken geküsst hat und ne, bla bla bla. Wieso fragst du dann nicht Iri? Ich habe das so wahrgenommen, dass es für sie einerseits schön war, weil sie es mag, andererseits war es ihr ein bisschen too much. Und ich glaube, damit hat sie sich unwohl gefühlt. Gar nicht insbesondere jetzt du. Aber ich, oder? Auch nicht. Ja, was denn sonst? Genau, was denn sonst? Sonst war da doch nichts. Also Jaya weiß nicht, was da sonst noch sein könnte. Hakis Kuss? Ja. Heute hat sie echt ein bisschen übertrieben und man hat leider gespürt, dass sich Irina damit nicht wohlgefühlt hat. Ich musste jetzt mal Eltern, Kati, ich fand, du warst ein bisschen übergriffig. Ja, ist mir auch egal. Und du hast sie ja so einen Arsch gepackt und so und es war richtig unangenehm. Das war richtig unangenehm. Was ich hier richtig unangenehm finde, ist, dass eine Sekunde vorher Jaya absolut gar keine Ahnung davon hatte, dass Katis Kuss vielleicht der übergriffige war. Das haben die anderen Mädels aber gesagt, naja, alles war okay, was du gemacht hast, war okay. Nur das, was die Kathi gemacht hat, das war mal wieder too much. Dann kann man sich natürlich auch bei den Leuten beschweren und sagen, es ist übergriffig, ihr Verhalten. Hat man in dem Moment zwar nicht so empfunden, aber jetzt. Na klar. Also, bitte erzähl mir nicht, wie Irina sich gefühlt hat, während ich sie geküsst habe vor euch allen. Hat sie absolut recht, ganz ehrlich, das jetzt als übergriffig da einzustufen, ist fast so scheiße, wie zu sagen, sie sind alle transphob. Ich mach doch nur Spaß. Calm down. Das war ziemlich dumm von mir. Oh mein Gott, weil ihr alle aufpasst. Aber ich habe mich heute so gefühlt, wie von wegen, ist mir scheißegal, als wäre ich mit meinen Freundinnen unterwegs. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ich habe mich nicht damit wohlgefühlt, dann akzeptiere ich das. Ich wollte sie nur ins Gesicht sagen, dass ich es irgendwie komisch fand. Okay, gut, aber dann hättest du es auch vorher sagen können, hättest sagen können, mir, für mich ist es unangenehm. Jetzt Kathi da so hinzustellen, als wäre sie die unangenehme Frauenbetatscherin, finde ich halt auch ein bisschen wack, weil natürlich war das jetzt nicht die feine englische Art, Iri da einfach so überrumpeln zu küssen, aber die haben doch auch alle ihre Show gemacht. Aber wisst ihr, das Ding ist ja generell, Verständnis für andere, bitte nur Verständnis für mich selbst und meine Probleme. Und jetzt ist hier die Kettenvergabe. Wir schauen uns mal an, wer heute bleibt, wer heute fliegt und beginnen hier mal mit Jaya. Da muss ich sagen, dass ich bisher keine romantischen Gefühle entwickelt habe und dass es mehr eine Faszination geblieben ist. Und deshalb muss ich mich heute leider von der verabschieden. Okay. Moment. Ihr hattet aber einen sehr romantischen Kuss, ne? Also nach Jaya. Das war ein romantischer Kuss. Das war kein, ich bin besoffen und küsse sie einfach. Das war ein romantischer Moment. Da hat alles gestimmt. Und jetzt willst du hier sowas sagen, Irina? Okay. Kathi, du sprudelst vor Energie und Power. Und du bist eine sehr starke Frau. Aber leider... Kathi, so Irina, du bist saulangweilig. Lass mich jetzt in Ruhe. Nee, aber habt ihr die Katzen gehört im Hintergrund, wie die da rumschreien? Hatte ich irgendwie wenig Raum in unseren Gesprächen und mir hat das Interesse ein bisschen an mir und meiner Person gefehlt. Und ich habe mich manchmal leicht überrumpelt gefühlt, auch heute bei dem Kuss leider. Und deshalb muss ich mich heute leider von dir verabschieden. Alles klar, alles gut, danke. Kathi ist raus, aber irgendwie war es doch klar. Also die beiden matchen ja wirklich gar nicht. Ich glaube, Kathi braucht eine ganz andere Art von Frau. Iri auch und das ist ja auch völligst okay. Oha. Ich habe das getan, was mein Herz wollte. Ich war impulsiv, ich war ich. Und wenn die Frau das nicht möchte, dann ist es nicht die Frau für mich. Und das war's mit Folge 7 heute, ihr Süßen. Wir schauen aber natürlich noch mal rein, was wir hier in Folge 8 erwarten können. Darf ich dich küssen? Ich dachte schon, du fragst gar nicht. In mir stellt sich nur irgendwie die Frage, wie sieht dein Interesse an mir aus? Ich kann es nicht fassen. Es war bisher die echt schwierigste Entscheidung, die ich heute treffen musste. Keine Ahnung, ob es richtig war, ihr nicht nochmal irgendwie die Chance auch zu geben, dass wir uns besser kennenlernen. Ja, und das war es dann auch heute. Nochmal eine ganz andere Sache, ihr süßen Mäuse. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Ein paar Tage, ja, ein bisschen Urlaub, kann ja nicht schaden, kann ich mir auch mal gönnen. Wahrscheinlich werde ich trotzdem arbeiten, nur ich habe gehört, das Internet da ist sehr schlecht. Ich hoffe, wir kriegen alles hin, dass Folge 8 dann auch nächsten Mittwoch online ist. Und wenn nicht, dann wisst ihr Bescheid, da bin ich aber absolut im Urlaubsmodus. Was ja nicht heißt, dass wir hier damit Princess Charming aufhören. Die Folge, die kriegt ihr nur wann, wie, wo, das weiß ich dann noch nicht. Ich peile aber natürlich Mittwoch an, um euch da glücklich zu machen und wünsche euch einen wunderschönen Tag für immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Peace. Eis brechen kann ich.